10 Uhr morgens. Es herrschen 8 Grad Außentemperatur und die Wassertemperatur des Rheins beträgt 3 Grad. Die Weisenauer Ruderer schreckt das aber nicht ab. Heute wird zum ersten Mal in diesem Jahr abgelegt. Eingetragen haben wir uns jetzt nicht, gell? Das Wetter ist durchwachsen, aber mit der Vorbereitung der Ruderboote kommt auch die Sonne zum Vorschein. Aus 11 Vereinen von Bingen über Rüsselsheim bis Weisenau machen sich die Ruderer auf den Weg. Ziel ist in diesem Jahr das Vereinshaus der Mainzer Rudergesellschaft. Ursprünglich kommt die Tradition von der Spree. Dort wird Anfang Januar zu Gaststätten gerudert, um Soleier zu essen. So kommt diese Tour zu ihrem Namen, die Eierfahrt. Zwei gebürtige Berliner aus Wiesbaden-Biebrich und Mainz brachten die Sternfahrt in den 60er Jahren nach Rheinhessen. Zu Beginn war es ein Treffen zwischen drei Vereinen. Heute sind 11 Vereine dabei. Der Glühwein ist bereit und auch für Nachschub ist gesorgt. Mit hartgekochten Eiern, Brezeln und Kinderpunsch ist die rheinhessische Eierfahrt-Diät komplett. Für die Ruderer ist die Eierfahrt immer etwas ganz Besonderes. Beim gemütlichen Beisammensitzen wird sich ausgetauscht und die kommende Saison geplant. Außerdem werden Verabredungen für das neue Jahr getroffen. Dieses Jahr wird auch noch ein Jubiläum gefeiert, die 50. Eierfahrt auf dem Rhein. Eine Tradition, die hoffentlich noch lange erhalten bleibt.
Sauber, das ist richtig. Jawohl, und ein Satz. Jawohl. Aber richtig.